Jesus sagt zu Petrus: Amen, Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken. Dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit dem Lehrtext aus Johannes 21, Vers 18. Vorneweg, falls ihr im Hintergrund mal so ein Klappern zu hören ist, das ist der Nachbar, der mit einer langen Stange die Oliven von seinem Ölbaum runterhaut. Ich bin hier immer noch auf Chios. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Was ist das für eine Aussage? Das ist eines der letzten Gespräche, das Jesus mit Petrus führt. Das letzte, was in Johannesevangelium überliefert ist, auf jeden Fall am See von Genezareth. Nach dieser Frage, hast du mich lieb, und der neuen Auftrag an Petrus, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, macht Jesus diese Aussage zu Petrus. Und die Aussage hat eigentlich zwei Dimensionen. Das eine ist, dass hier eine Entwicklung im Lebensalter beschrieben wird. Ja, da ist ein junger Mann, der sehr, vielleicht selbst herrlich ist sogar, der ja wirklich sein Ding eben macht. Und da ist jemand, der gealtert ist und nicht mehr ganz Herr der Lage ist und geführt werden muss. So, und da ist eine Entwicklung. Und ja, es ist hier so eine Abschiedsstimmung bei Jesus. Und er bereitet Petrus darauf vor, auf der Langstrecke ihm zu folgen, auch wenn Jesus nicht mehr sichtbar da ist. Und der Weg mit Jesus ist nicht eine Sache nur für schöne Tage, für gutes Wetter, für Zeiten, wo ich geistlich gut drauf bin, sondern Jesus ruft uns, auf der wirklichen Langstrecke mit ihm zu laufen. Kein Sprint, ja auch nicht ein Marathon, sondern ja, es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Jesus sagt, gib mir dein Leben, ich gebe dir mein Leben, folge du mir, wo ich bin, da sollst du auch sein. Wo du bist, da werde ich bei dir sein. Das ist eine lebenslange Beziehung und dann in alle Ewigkeit. Und manchmal tut man sich schwer, wenn man älter wird, damit auch neue Situationen anzunehmen. Dann denkt man daran, wie man früher vielleicht unterwegs war für Jesus, was man da für Power hatte, was man für geistliche Leidenschaft hatte. Und ich habe das dann schon oft gehört, so, ja, ach, jetzt lass mal die jungen Leute ran, ich habe ja lang genug. Und die mal on fire waren für Jesus, die kümmern sich dann um ihr Wohnmobil und um ihren Garten und ihre Familie. Alles wunderbare, ehrenwerte Dinge. Aber Jesus ruft dich, wenn du vielleicht in der Lebensphase schon bist, wo das dich betrifft. Jesus ruft dich, die ganze Strecke mit ihm zu gehen und für ihn zu leben. In natürlich veränderten Umständen. Und wenn du jung bist, dann schau nicht herab auf die Älteren. Oder dann denk daran, du baust jetzt ein Leben mit Jesus für dein ganzes Leben und für die ganze Ewigkeit. Also bau auch ein Fundament, ja, vertief dich im Wort, sei klar mit Jesus, sammel Erfahrungen, die du auch weitergeben kannst. Bei Petrus gibt es dann noch eine weitere Dimension, das wird im nächsten Vers, der dann hier nicht mehr im Lehrtext ist, angedeutet. Da heißt es, mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Und dann geht es noch weiter, dann sagte er zu Petrus, folge mir nach. Also das habe ich schon gesagt, diese Aufforderung, den ganzen Weg ihm zu folgen. Es ist tatsächlich so, und es ist überliefert, dass Petrus am Ende seines Lebens in Rom war und in einer großen Christenverfolgung verhaftet wurde. Und man wollte ihn kreuzigen. Ja, du folgst einem Gekreuzigten, du verkündigst einen Gekreuzigten, dann stirbst du jetzt eben auch am Kreuz. Und Petrus hat protestiert, nicht aus Angst, ja, wir denken an die Verleugnungsszenen während des Prozesses von Jesus, sondern er sagt, ich bin es nicht wert, auf die gleiche Weise zu sterben wie mein Herr und Heiland. Und die Römer waren praktisch veranlagte Leute und der diensthabende Offizier hat gesagt, okay, dann drehen wir das Kreuz um. Und Petrus wurde nach dieser Überlieferung kopfunter gekreuzigt. Aber
Jemand anders hat ihn gegürtet, jemand anders hat ihn geführt, wo er nicht hin wollte. Aber auch diesen Weg hat dieser oft so hitzköpfige, oft so hin- und hergerissene Petrus, auch diesen letzten Weg ist Petrus in aller Konsequenz gegangen. Für seinen Herrn. Er ist ihm nachgefolgt. Bis zum letzten Tag und bis in die Herrlichkeit hinein. Und das ist die Einladung für uns. Jesus in jeder Lebensphase, ob du gerade viel Kraft hast oder wenig, ob du krank bist oder gesund, ob du viel Geld hast, was du einsetzen kannst oder ob du gerade vor allem mit Existieren beschäftigt bist. In jeder Situation ist der Ruf von Jesus, folge mir. Und er fordert nie von dir, was zu geben, was du nicht hast, aber diene mir in dieser Situation, so wie du es kannst. Und ich will mich in dir verherrlichen. Und ich werde bei dir sein. Das ist die Zusage von Jesus. Und Herr, ich danke dir, dass du mich rufst, immer wieder neu dir zu folgen und dass du jeden von uns rufst, egal in welcher Situation wir sind, egal wie alt wir sind oder wie jung. Und du willst mit jedem von uns Geschichte schreiben. Und ich sage dir, ich will dir folgen bis ans Ende meines Lebens und dann in die ganze Ewigkeit hinein. Halte mich bei dir, halte mein Herz bei dir. Ich will dir treu sein. Amen.